Hallo, du lieber Stier, und herzlich willkommen zu deiner Legung für den September 2023. Die Legung ist für dich, wenn du den Stier im Sonne, Mond, Aszendent und oder in der Venus hast, und du kannst natürlich auch für dein Gegenüber schauen. Und Zeit ist fließend, das heißt, es können bereits Dinge ab Mitte, Ende August für dich eintreffen oder auch verspätet in den September hinein. Und so eine Legung kannst du auch persönlich bei mir buchen. Das ist eine große Legung. Wenn du die persönlich buchst, ist die natürlich direkt für dich ausgelegt. Und ich kann auch mehr Karte nehmen. Aus rechtlichen Gründen darf ich nicht alle Karten öffentlich nutzen. Genau. Okay, dann für die Stiere durfte ich hier den Fluorit nehmen. Der ist gut zum Beispiel für Konzentration, ne? Wir gucken mal, mit was das hier zusammenhängt mit dem Kartenbild. Also erstmal sehen wir hier, weiß nicht, was da los ist bei euch, ja, aber da ist ziemlich viel Ängste, Blockade, also da ist eine recht schwere Energie drin. Aber das Gute ist, dass die Ängste sich hier spiegeln mit der positiven Veränderung. Also hier kommt ein Brief rein, wie Nachrichten rein, die reinkommen, eine positive Veränderung, die die Ängste rausnimmt. Ja, also da kommt Puffer rein. Ja, sehr, sehr schön. Das ist schon mal gut. Ne? Aber das liegt erstmal, das schwingt erstmal so rein. Das heißt, die September-Energie scheint ein bisschen angstgeprägt sein, bedrückend. Ja, okay. Wo bist du denn? Du bist hier. Okay, genau, du bist hier sehr stark im Misstrauen, dadurch blockierst du auch, ja. Wir haben ja eigentlich auch, vielleicht fühlst du das auch, also ich kriege erst mal, dass es auch damit zusammenhängt, weil du so Misstrauen bist, ne, hier dieses Glück auch gefühlt im Rückzug ist, aber es geht hier darum, dass du wirklich für dich selbst erblühst, in deine Leichtigkeit gehst, hier liegen wunderschöne Karten vor dir. Du hast gar keinen Grund, Angst zu haben, Zweifel zu haben. Du darfst hier im Vertrauen sein, auch wenn es hier vielleicht langsam vonstatten geht, ja. Du darfst ja wissen, diese Stierenergie, ne, das ist ja keine schnelle Energie. Die Erdenergie ist generell nicht schnell, gehört mit zu den Erdelementen der Stier, ja. Das heißt, da ist keine schnelle Bewegung drin, es ist eher langsam, aber dafür auch eine Konstantheit, die aufgebaut wird, ja. Okay. Genau. Im Zentrum geht es wirklich, dass es bei dir hier ums tiefe Urvertrauen, das Verwurzeln des Vertrauens hier drin liegt, ja. Und hier nicht zu sehr in den Kopf zu gehen. Das liegt hier drin bei dir. Okay. Wenn du jetzt hier einen Herzensmenschen hast, der liegt eher oder sie liegt hier im Schicksal drin. Also das kannst du schauen, wenn du Kennenlernphase On-Off-Partnerschaft lebst oder auch wenn du Single bist. Also, dein Herzensmensch wird hier sehr stark geführt. Ist hier scheint ja auch sehr, sich mit der Gefühlsebene auseinanderzusetzen. Das ist richtig schön. Kann sein, dass ihr euch über die Arbeit oder so kennenlernt oder vielleicht irgendwie nicht direkt über Arbeit, aber vielleicht das Thema Arbeit bei euch eine Überschneidung hat, ne? Und auch hier geht es ums Thema Entscheidungen bei deinem Gegenüber, egal ob er oder sie, ja? Okay, jetzt fangen wir erstmal bei dir an. Also, wir haben hier deine Seele zu liegen, die hier mit dir in Kontakt geht, ist, wie auch immer. Und da geht es wirklich um das Thema Leichtigkeit. Was hier auch so ein bisschen noch, da können auch mal Verletzungen hochkommen, die hier wegen Misstrauen zu tun haben. Das heißt, schau dir an, wo kommt dieses Misstrauen her? Hat das überhaupt noch einen Sinn? Ist das berechtigt oder nicht? Ja? Genau. Weil wir haben hier so ein bisschen auch die Unruhe, es kann sein, dass dieses Misstrauen auch vom Außen kommt, dass von außen welche dir das ausreden, schlecht reden, madig reden. Verlass dich da auf dein Gefühl, auf deine Intuition, ja? Dann brauchst du hier auch nicht in die Angst gehen, ja, weil wir haben ja nochmal diese Ängste drin zu liegen, was eben auch nochmal geschürt werden kann durch das Umfeld gegebenenfalls, ja, die hier hochkommen. Das heißt, wir haben bei dir im September schon nochmal Ängste drin zu liegen, aber die Ängste scheinen mir hier, so wie es drin liegt, nicht berechtigt zu sein, sondern vom Außen zu kommen, ja, vom Umfeld. Deswegen kannst du dich gut aber davon abschotten, das ist das Gute, ja. So, bei deinem Gegenüber geht es hier ums Thema Glück, was hier so ein bisschen auch verwehrt liegt. Ja, auch hier haben wir viel Kopfenergie, viel Analyse, da läuft auch irgendwas nicht. Darüber nachgedacht, Entscheidungen zu treffen. Hä, bin ich jetzt hier verrutscht? Weil dann sind wir ja bei dir. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ich glaube, ich bin hier verrutscht. Wir hatten bei dir genau die Seele, diese Leichtigkeit und dann dieses Problem genau mit dem Vertrauen. Genau, die Unruhe. Dass da von außen auch Unruhe kommt, ne? Ah, okay. Das scheint hier schon, da bin ich verrutscht, aber es hatte wohl seinen Sinn. Es scheint hier schon so zu sein. Doch, genau, die Unruhe, dann die Freunde, ne? Das haben wir ja, die Ängste. Ah, okay. Genau, du hast hier noch Angst, deinen Herzensweg zu gehen. Du hast hier Angst davor, du sollst ja aber auf dein Gefühl hören und dich nicht zu stark zurückziehen von deinem Gefühl, ne? Weil dann kommst du nie in deine Stabilität an. Es geht darum, dass du hier in deine Stabilität kommen darfst, ja? Dann haben wir hier auch nochmal eben. Kann jetzt hier eine dritte Person sein. Also für die einen oder anderen kann es hier noch ein Thema sein. Vielleicht hat der Ex-Partner hier mit einer anderen abgedüst, dass das so ein Thema ist. Ja. Und für die anderen, wo es jetzt nicht um die Liebe geht, dann ist es einfach dieser zähe Weg. Ja. Und du darfst hier mutig sein.
darfst hier mutig sein und deiner Wunscherfüllung nachgehen. Ja? Und genau deswegen kann es auch sein, das hatten wir ja hier, dass ihr euch vielleicht, für den einen oder anderen ist die Wunscherfüllung vielleicht beruflich irgendwas umzusetzen, dass ihr euch darüber kennenlernt oder du kriegst hier Unterstützung auch von deinem Partner, Partnerin, ja, je nachdem, in dem Berufsthema, ja. Gut, jetzt sind wir bei deinem Gegenüber, wie gesagt, da hatten wir das mit dem Glück, was hier so ein bisschen in der Blockade ist, weil man hier sehr auch verkopft ist und da geht es eben um das Thema Entscheidungen zu treffen in deine Richtung. Ja, das heißt, es kann natürlich sein, wenn du in einer Partnerschaft bist und du kommst jetzt und sagst, ich will jetzt mal was ganz anderes machen, ich will jetzt nochmal eine Ausbildung machen oder ich möchte nebenbei studieren oder irgendwas, dass er oder sie hier erstmal wie, was ist denn jetzt los? Was soll das jetzt? Wo kommt das her? So, ne, so ein bisschen überrannt ist und deswegen so ein bisschen erstmal ein bisschen Zeit braucht, um es zu verarbeiten. Und bei den anderen geht es darum, wenn du jetzt keinen Herzensmenschen hast, ja, dass du dann die Person tatsächlich kennenlernst, wenn du diesen Schritt gehst. Ja, und das kann eben sein, dass ihr euch irgendwie, das heißt jetzt nicht, vielleicht ist das ein IT-Techniker, den du irgendwie anrufst wegen Internet oder so. Weißt du, was ich meine? So in die Richtung, das muss jetzt nicht sein, dass er oder sie jetzt die gleiche Arbeit wie du ausübst, aber dass das halt so irgendwie eine Überschneidung da ist. Also irgendwie lernt ihr euch dann kennen, ja. Okay, so, dann schauen wir mal auf die Liebe. Ja, du bist hier eine sehr gefühlvolle Person, also auch diese Person ist hier sehr gefühlvoll. Und da haben wir hier auch eben die Wunscherfüllung in der Liebe, da darfst du auch dran festhalten, ja, dass das dir zusteht und auch zu dir kommt. Genau, um Herz herum sind auch nur schöne Karten. Wir haben ja auch die schicksalhafte Liebe, die Führung. Also wenn alles so sein soll, dann werdet ihr auch zusammen geführt, wenn es richtig ist. Genau. So, dann schauen wir einmal das Thema Partnerschaft an. Wie gesagt, wir haben jetzt vielleicht das Partnerschaftsthema bei dir so ein bisschen in der Verwicklung drin, in der Zähheit drin. Du möchtest ja auf jeden Fall eine tiefe Partnerschaft leben. Du bist jetzt nicht für so eine oberflächliche Partnerschaft. Du willst da schon eine tiefe Bindung haben zu deinem Gegenüber. Ne? Und es geht aber darum, dass du dich auch nicht zu sehr verlierst im Thema Partnerschaft, sondern eben da auch deinen Raum einnimmst und bei dir bleibst. Und wir haben ja auch im Haus der Partnerschaft eben diesen Neubeginn drin zu liegen. Und es ist ein Neubeginn im Leben. Also ich habe schon das Gefühl, dass hier wirklich jemand kommt. Oder vielleicht hast du auch schon jemanden an deiner Seite und ihr geht einfach in die nächste Stufe rein, ne? Dass das wirklich auch eine längere Partnerschaft ist. Hier haben wir die Lebenspartnerschaft drin zu liegen, ja? Okay. So, dann schauen wir einmal zum Thema Beruf. Ja, da geht es daher, dass du auch mit deiner weiblichen Energie arbeiten darfst. Das heißt, wenn du auch Mann bist, wir haben ja auch weibliche Energie. Das heißt, dann kannst du vielleicht gut, bist du einfach Mann, der gut zuhören kann. Aktives Zuhören, es gibt passives und aktives Zuhören. Aktiv zuhören, Verständnis hast. So, das ist so eine weibliche Energie. So ein bisschen auch dieses mütterliche Warme ausstrahlst. Und damit kannst du auch arbeiten. Ja, weil du darfst hier deine Berufung ausüben. Sollst du auch. Okay. Ich schaue noch mal kurz. Ja, im Beruf geht es auch um Entscheidungen. Es kann sein, dass es dir hier nicht mehr so passend ist. Also wenn da was irgendwie sich nicht mehr stimmig anfühlt oder auch immer schlimmer wird, sich immer mehr zuspitzt, gegebenenfalls auch mit den Arbeitskollegen oder wie auch immer, hat das ja alles auch seine Gründe, ne? Genau. So, dann schauen wir mal die Fische als Finanzen. Wo haben wir denn die Fischis? Die Fischis, Fischis, Fischis. Das schon gesehen. Ach hier, genau. Ja, die liegen ganz gut drin hier. Ne? Hier kommt was. Auch hier, wenn du deinen Herzensweg gehst, dann fließt das auch. Hier geht es nur noch so, habe ich das Gefühl, eher deine Zweifel aus dem Weg zu holen. Sind wir bei den engsten Zweifeln, ne? Die da nochmal hochkommen, dass du denen nicht so viel Raum gibst. Beziehungsweise natürlich gucken, ne? Nicht wegdrücken, weil dann kommt es eh immer wieder. Aber gucken, wo kommt das denn her? Ja, genau. Okay, so, dann schauen wir weiter. Aber deswegen sagen sie auch gerade hier den Fluorid, weil da geht es um Konzentration und Fokus. Ja, den Fokus zu halten, genau. Okay, dann schauen wir mal noch, was ist denn hier noch für die Stiere im September 2023 wichtig? Was ist hier noch für die Stiere im September 2023 wichtig? Ja, da haben wir die starke weibliche Energie mit den Gefühlen zu arbeiten. Ne?
Also versuche die Dinge aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, beziehungsweise sagt die Karte auch aus, dass du aufpassen darfst, dass du nicht in alte Gedankenmuster verfällst, ja, sondern dich da auch neu ausrichten, erkennen, ah, okay, so denke ich ja immer, wie kann ich denn jetzt anders denken? Ja, was ist jetzt das Gegenteil davon, ne? Dann haben wir hier auch die Liebeskarte, das ist auch eine sehr schöne Karte, ne? Dieses Geben und Nehmen mit der Liebe und auch hier dieses, du darfst dich hier ausruhen, ne? Du darfst hier diese weibliche Energie ins Passive, ins Empfangen gehen, du darfst hier das Universum für dich arbeiten lassen, machen und tanzen sozusagen, die dürfen für dich arbeiten, du darfst es abgeben nach oben und du empfängst dann, ja? Okay, so, dann schauen wir hier noch für die Stiere. Im September 2023, was ist hier noch wichtig für die Stiere? Da haben wir einmal Erwachen, energetische Aufwertung, eine neue Art des Seins, Integration. Ja, wir sind ja alle im Erwachen und steigen ja alle auf, aber bei dir, also bei den Stieren beziehungsweise, ist es nochmal sehr extrem, spürst du das auch. Ne? Es kann auch sein, dass du deswegen auch vielleicht oft ein bisschen müde bist, du so ein bisschen in die Passivität auch gedrängt wirst von denen da oben, damit du da eben, ja, mehr in dieses Passive gehst und dich eher ausruhst. So, was haben wir hier noch für die Stiere im September 2023? Stier, September 2023. Der Dorn, Schutz, Grenzen, klare Kommunikation. Ja, da hatten wir das ja auch noch mit den seinen Wert kennen. Auch sagen, wenn man etwas nicht in Ordnung findet und nicht einfach sagen, ja, schon okay, geht schon irgendwie. Hatten wir die hier jetzt schon? Komme ich nicht mal mit, welche Karten wir schon haben. Warte, ich muss kurz schmulen hier. Ah, ich habe ja hier verschiedene. Ja, okay, gut. Genau, ja, das ist sehr, sehr schön. Das passt super zu der großen Legung, ne? Diesen Raum einzunehmen. Klar zu sagen, nee, ich finde es nicht in Ordnung, obwohl du merkst, mich stört es schon. Das dann auch auszusprechen, ist auch nicht immer leicht. Ne? Aber das schafft die Königin der Kelche, über ihre Gefühle zu sprechen. So. Das kosmische Herz, Hingabe, Wirksamkeit macht dein Leben zu einem bewegenden Gebet. Ja, das, was ja auch schon mal wiederholt sich jetzt, hat das, was ich schon gesagt habe, auch hier wieder die weibliche Energie, die Hingabe, macht dein Leben zu einem bewegenden Gebet. Genau, du gibst nach oben ab, du gibst klar nach oben ab, wie du was haben möchtest, damit es dann eben auch zu dir kommen kann. Ja, das ist das, was hier die klare Mission ist für die Stiere im September. Das heißt, das, was an Ängsten hochkommt, nochmal schauen, nützen mir die jetzt? Wo kommt es her? Ist es überhaupt noch nützlich oder blockiert mich das? Dann darf ich es auch gehen lassen und mich positiv ausrichten. Neue Ausrichtung ist hier gefragt, also neue Blickwinkel. Erstmal, also es geht vor allen Dingen, sagen sie, um die Gedankenmuster, viel um Gedanken bei dir, ja? Und dann geht es eben auch um die gefühlvolle Kommunikation und dass das aber auch deine Stärke ist. Ja, du kannst schön gefühlvoll kommunizieren, ja, und andere gut damit auffangen, ja, und das ist auch deine Gabe, die du in dir trägst. Und gerade deswegen, weil du so sensitiv bist und das auch so sehr aufnimmst von anderen, musst du dich ja auch schützen, ne, und Grenzen setzen und dich abgrenzen und sagen, okay, klar, das ist ein schlimmes Thema, aber ich darf mich ja auch abgrenzen. Vielleicht gibt es auch einige, die hier in sozialen Berufen tätig sind oder viel auch wenn man Krankenschwester, Pfleger oder irgendwas ist, ne, dann kriegt man ja auch immer die Geschichten zu hören und dass dich das dann sehr mitnimmt, grenzt dich davon ab, ja. Und wie gesagt, es geht darum, dass du hier eher in die Passivität gehst, dich ausruhst und nach oben hin abgibst, wen oder was da für dich greifbar ist, wie du was gerne hättest. Ja, beziehungsweise wie es zu dir kommt, lass es frei, wie es kommt, gib es einfach ab, was du gerne hättest. Genau. Okay, du lieber Stier. Wenn du möchtest, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren. Das weiß ich sehr zu schätzen, weil so mein Kanal auch wachsen kann. Kannst gerne auch mal den Daumen nach oben klicken unter dem Video oder einen Kommentar mit einem Emoji reinhauen. Einfach nur für den Algorithmus, damit mein Kanal wächst und ich anderen Menschen auch weiterhelfen darf, begleiten darf in ihrem Prozess. Ja, damit sie auch schon wissen, was im September so auf sie zukommt energetisch und wie sie damit am besten umgehen können. Deswegen mache ich ja diese Videos. Ich mache die auch vom Herzen gerne, weil ich dich eben gerne begleite und unterstütze. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dann!